Hallo und guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist Julia von Weil du schön bist. Ich wink einmal in die Runde und ja, willkommen zur Wochenendbotschaft. Ich habe hier das Tarot, ich habe hier mein Einhorn-Orakel und auch das Mond-Orakel. Und das sind die Karten, mit denen ich gerade auch die Jahreslegungen 2022 für euch vorbereite. Diejenigen, die in der Telegram-Gruppe sind, haben bereits gesehen, dass ich gestern eine kleine Umfrage dort gemacht habe, an der du auch immer noch teilnehmen kannst, wo es darum geht, mit welchem Sternzeichen ich anfangen soll. Also, im Moment stehen die Zeichen darauf, dass Waage als erstes hochgeladen wird und dann, ich glaube, Fische, Krebs, sowas in der Richtung. Wenn du bei Telegram bist, schau gerne in die Gruppe rein. Der Link ist unter diesem Video und dann kannst du auch noch mit abstimmen. Und dann richte ich mich tatsächlich nach der Reihenfolge der Abstimmung, was jetzt die Jahreslegungen 2022 angeht. In der kommenden Woche kann ich jetzt auch schon mal sagen, also nächste Woche irgendwann, wererde ich hier auch noch mal ankündigen, dass Kartenlegungen dann privat verfügbar sind für die 2022 Legungen. Aber dazu kommen wir dann nächste Woche. Jetzt würde ich sagen, geht's erstmal los. Was sind hier die Botschaften? Ich gehe rein mit den Einhornkarten als erstes. Hupala, die sind so groß, da darf ich mich erst wieder dran gewöhnen hier. Habe ich lange nicht mehr benutzt. Okay. Was ist die Energie aktuell? Was ist die Botschaft jetzt fürs Wochenende? Ja, genau, die Karte möchte raus. Was ist die Botschaft fürs Wochenende? Hier im Kollektiv. Was ist die Botschaft fürs Wochenende? Was ist die Botschaft fürs Wochenende? Hier im Kollektiv bekommen wir einmal das Thema. Was ist aktuell das Thema? Was ist die Herausforderung, die Aufgabe oder das, worüber wir uns bewusst sein sollten bezüglich des Themas? Bekommen wir einen allgemeinen Tipp? Bekommen wir bitte einen allgemeinen Tipp? Ja, genau, die Karte wollte definitiv raus. Und wohin führt das Ganze, beziehungsweise was kommt in dieser Situation in naher Zukunft jetzt auf uns zu? Am unteren Kartenrand sehen wir den Gehängten. Den packe ich hier gleich einmal zur Seite. Der Gehängte hat immer die Energie von, dass es eine Auszeit gibt, wo sich erstmal nichts bewegt oder von neuen Einsichten und Erkenntnissen und neuen Perspektiven. Lass uns mal schauen, wie sich das Ganze hier dann weiter äußert. Die Botschaft von, das gibt's doch nicht, Leute, hab ich nicht gerade von geredet, von Passion. Schaut mal, was wir hier haben. Das Passion-Einhorn, also das Einhorn der Leidenschaft. Tu das, was dich aufgeregt macht. Get fired up about your life. Also werde Feuer und Flamme für dein Leben. Increase your energy levels. Gucke, dass du dein Energielevel ansteigen lässt. Wow. Wie krass ist das denn, dass wir das haben nach der Botschaft, die letzte am Mittwoch durchgekommen ist? Wow. Was haben wir noch? A time for healing. Eine Zeit zum Heilen. Ja. Ich habe das Gefühl, ich packe die Karten einmal so hin. Düpp, düpp. Gucken wir uns die weiteren Karten an. Was ist das Thema? Wow. Was ist gerade los, Leute? Der Turm ist das Thema. Der Zusammenbruch vom alten System. Der Zusammenbruch von alten Strukturen. Dinge, die früher noch funktioniert haben, funktionieren heute nicht mehr. Ich habe gerade heute Morgen den Post, den ich gestern auf Instagram gemacht habe, habe ich heute Morgen aufs deutsche Instagram übersetzt, also bei Weil du schön bist Instagram. Und schau es dir gerne an, wenn du auf Instagram bist, weil du schön bist oder eben Julia Aurelia, nicht Tarot, Inspiration. Ich musste den Kanal nochmal umbenennen, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Schau dir diesen Beitrag an. Bin der Meinung, ich habe es gestern auch schon in der Telegram-Gruppe gepostet. All das, was wir hier haben, ist so spannend, weil es gerade gestern, vorgestern Thema war, hier auf dem Kanal und auf allen anderen Medien.
der Zusammenbruch von etwas, was vielleicht mal funktioniert hat, was jetzt nicht mehr funktioniert. Es kann sein, dass hier ein plötzliches Ereignis kommt, das alles verändert. Plötzliche, lebensverändernde, unerwartete Ereignisse, die alle aber damit zu tun haben, dass die alten Strukturen nicht mehr funktionieren. Das, worauf wir mal gebaut haben, funktioniert nicht mehr. Und es ist so wie dieser Geistesblitz, ne? Der Blitz, das Bewusstsein, das Licht schlägt da ein. Und das rockt erstmal alles runter. Und was dann gemacht werden muss, ist die Trümmer des Turms, der jetzt zusammenstürzt. Die müssen erstmal aufgeräumt werden. Und ich weiß nicht, ob ich es in der öffentlichen Legung hatte oder ob es in einem anderen Channeling war. Aber vor kurzem wurde mir gesagt, dass in jedem Turm ein Schatz verborgen liegt. Und wir Zugriff auf diesen Schatz haben, erst wenn er zusammenbricht. Und so hat dieser Turm zwei gute Seiten. Denn wenn er aufgebaut ist, dann erfreuen wir uns an dem, was wir uns aufgebaut haben. Aber wisse, dass wenn ein Schockmoment kommt, wenn der Zusammenbruch alter Strukturen kommt, dann wird die Schatzkammer, die vorher umringt war von Mauern ohne Eingang, dann wird die Schatzkammer freigelegt. Und in dieser Schatzkammer ist eine Truhe. Und auf diese Truhe hat man nur Zugriff, wenn der Turm zusammenbricht, wir das Geröll wegräumen, Aufräumarbeit machen, die alten Sachen abtragen und dann wird dieser Schatz freigelegt. Und das ist die Hauptenergie, die wir hier gerade haben. Wisse also, dass wenn etwas zusammenbricht und es jetzt erstmal ein bisschen Arbeit und Zeit erfordert, bis das Geröll aufgeräumt ist, bis man den Platz wieder freigemacht hat, um etwas Neues aufzubauen, dass du in dieser Aufräumarbeit einen Schatz finden wirst. Was ist hier die Herausforderung, Blockade oder was sollten wir über die Situation wissen? Entscheidungen für die Zukunft. Ist das nicht krass? Ja, wie soll die Reise weitergehen? Wie stellst du dir die Zukunft nun vor? Das kann natürlich die Herausforderung hier sein, aber gleichzeitig auch ein bisschen der Tipp, dass es jetzt wichtig ist, zu entscheiden, wie soll die Zukunft weitergehen? Wo soll die Reise hingehen? Es kann auch auf einen Umzug hindeuten oder auf eine tatsächliche Reise. Aber die zwei der Stäbe ist immer die Karte, die nach vorne schaut, in die Zukunft und sich genau das fragt und wo jetzt wichtige Entscheidungen gemacht werden müssen. Das kann sein, dass sie gerade noch ein bisschen in der Blockade, in der Herausforderung sind, dass das nicht ganz einfach ist, diese Entscheidungen jetzt zu treffen. Aber wenn es noch in der Blockade ist, diese Entscheidungen zu treffen, wir schauen gleich, was der Tipp hier noch zusätzlich ist, vielleicht auch eine Entscheidung, dann ist es zumindest wichtig, sich jetzt Gedanken darüber zu machen. Und manchmal sagt diese Karte auch, dass es an der Zeit ist, das Unbekannte zu umarmen. So, und jetzt gucken wir, was der Tipp ist. Der König der Münzen. Stabilität, Sicherheit. Der König der Münzen hat sich seinen Wohlstand erarbeitet. Und so ist es wichtig, mit dieser Energie zu arbeiten, dass man sagt, okay, das erfordert harte Arbeit. Wo auch immer ich gerne hin möchte, was mein Ziel ist, was mir Wohlstand gibt, was mir Fülle gibt im Herzen, im Materiellen, in meinem Leben, was mich erfüllt, was mich erdet. Das braucht einen Plan. Und mit dem König der Münzen kann es auch wichtig sein zu sagen, okay, gucken wir mal in die Zukunft. Was ist der langfristige Plan? Und was sind die Zwischenziele, die wir machen können, um das zu erreichen? Der König der Münzen sagt immer, dass du dein Ziel erreichen kannst, wenn du harte Arbeit reinsteckst, wenn du gewissenhaft bist, wenn du etwas nicht schleifen lässt, dann wirst du dein Ziel erreichen. Und so kann es jetzt wichtig sein, zu schauen, um all die Dinge, die dir Halt geben. Was ist das, was dir Halt und Stabilität gibt? Was ist das, was dich erdet?
was dich verbindet vielleicht mit Mutter Natur. Ich weiß, wir haben hier den Vater drauf, aber wir haben das Erdelement hier, ne? Und vielleicht gibt es hier auch jemanden, der dich unterstützen kann, der dir helfen kann. Denn der König der Münzen, der hat das ja erreicht. Und so könnte der Tipp sein, hol dir jemanden als Mentor an deine Seite, der das erreicht hat, was du jetzt gerne erreichen möchtest. Und ob das in einem 1:1 Coaching ist, in einer Gruppe oder irgendjemand vielleicht, der dich inspiriert grundsätzlich. Aber wir haben hier ebenfalls die Energie von, es gibt hier vielleicht jemanden, der das erreicht hat, was du gerne möchtest. Und nimm diese Person als Inspiration oder Hilfe. Wohin führt das Ganze? Oh, Hallöchen, noch ein König hier, König des Feuers. Der König des Feuers ist tatsächlich diese Zukunftsplanung. Also ein Detail, was hier wirklich ganz wichtig ist, und das ist spannend, weil wir auch das Feuer wieder haben. Der König der Leidenschaft, König des Feuers haben wir hier. Und so habe ich das Gefühl, dass, worauf das Ganze hinausläuft, wirklich dieses voraussichtige Planen ist. Zu schauen, was ist denn jetzt das Beste im Team für alle Beteiligten. Das ist weises, vorausschauende Plan und dann auch hier das Umsetzen des Planes, ne, mit dem König der Münzen. Der König der Stäbe ist ein geborener Führer. Und so kann es um die Unabhängigkeit gehen, um vielleicht deine Unabhängigkeit, sollte es hier um eine berufliche Situation gehen. Ne? Kann es sein, dass du hier mehr in deiner Unabhängigkeit bist, in deiner Selbstständigkeit? Der König der Stäbe kann deine Energie sein, wie du unabhängig bist, wie du in deinem Feuer stehst und sagst, ja, ich bin hier mit meiner Leidenschaft, bin ich voll und ganz am Start, voll und ganz im Leben. Und ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Dass ich mir das so aufbaue, wie es sich für mich richtig anfühlt. Und vielleicht, wie gesagt, hast du auch eine führende Position und kannst auch andere unterstützen hier mit dem König des Feuers. Alternativ kann es auch sein, dass hier vielleicht eine ganz bestimmte Person auf dich wartet oder hier eine ganz bestimmte Person nochmal eine Rolle spielt. Wir haben das Erdelement, Steinbock, Stier, Jungfrau. Wir haben das Feuerelement, Widder, Löwe, Schütze. Und vielleicht präsentiert beides eine ganz bestimmte Person für dich, die hier in der nahen Zukunft eine Rolle spielt. Wo ich dann sagen würde, das ist jemand, wo es grundsätzlich um die Zukunftsplanung geht, aber um handfeste Zukunftsplanung. Das ist eine tolle Kombination für die Ideen, die Inspiration, die Motivation, das Feuer. Und dann wird es aber auch hier Tacheles umgesetzt mit dieser Energie. Zusätzlich sehen wir natürlich hier die Zeit zum Heilen. Und das ist etwas, was ich auch gerade kürzlich gesagt habe, entweder am Mittwoch oder auf jeden Fall in den letzten Tagen, dass in dem Moment, wo du dein Feuer lebst, wo du deine Leidenschaft lebst, dein Feuer ist der Ruf deiner Seele. Das, wofür du brennst, ist das, wo deine Seele sagt, hier geht's lang, hier geht's lang. Und ich glaube daran, dass wenn wir unseren Seelenpurpose leben, unsere Seelenmission, unsere Seelenberufung, den Ruf unserer Seele, dass wir dann hier auch heilen, seelisch heilen. Weil wir so in Verbindung sind mit unserer Seelenessenz durch unsere Berufung, was auch immer das für dich ist, dass das die Energie ist, in der wir heilen können. Gleichzeitig kann es hier natürlich sein, mit diesem Event, dass das Thema Heilung hier eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und nach diesem Zusammenbruch, dass es vielleicht auch erstmal wichtig ist, zu heilen. Noch nichts jetzt über, sich zwar Gedanken zu machen, aber noch nichts zu überstürzen. Auch der König der Münzen ist die Energie, das ist alles wohl überlegt. Der überstürzt nichts. Sondern das ist ganz gewissenhafte, down to earth, auf dem Boden der Tatsache, logische Planung. Praktische Planung, nicht logisch, praktische Planung. Und so kann es für viele hier auch ein Hinweis sein, dass jetzt die Zeit
der Heilung naht nach dem Zusammenbruch. Und dass in dieser Zeit neue Perspektiven gefunden werden, neue Einsichten und Erkenntnisse. Und vielleicht hast du das Gefühl, du hängst so zwischen den Stühlen, zwischen den Welten oder irgendwas geht nicht wirklich voran. Aber wisse, es geht voran. Der Turm ist die Energie von Zack und dann ist diese Energie freigesetzt und alles ist anders. Was haben wir denn hier runter? Ja, der Ritter der Leidenschaft zeigt sich hier schon wieder. Es geht sehr viel um dein Feuer. Und vielleicht geht es jetzt darum, dein Feuer zu entdecken. Und für den einen oder anderen kann das über eine Krise kommen. Ne? Oft wird unser Feuer entflammt und angezündet durch eine Krise. Weil wir durch den Zusammenbruch von dem Alten, durch eine Krise, erst einmal merken, hey, wer bin ich denn eigentlich? Was ist meine Seelenessenz? Was möchte ich gerne leben auf dieser Welt? Und das Leben ist zu kurz, als dass wir einfach nur dahin vegetieren und unser Feuer erlöschen lassen. Und es ist schön, jetzt die Bestätigung hier nochmal zu haben, weil wir das eben gerade ganz intensiv in der Legung hatten am Mittwoch. Also schau da gerne nochmal rein, falls du es nicht schon gesehen hast. Ja, ich habe das Gefühl, das darf es jetzt gewesen sein für dieses kleine Update. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren, Kanal, Abonnieren. Auch hier nochmal die Info auf die Instagram-Kanäle, die es gibt. Schicke ich dir unter dieses Video in die Infobox. Für den Telegram-Kanal, auch da, falls du noch abstimmen möchtest, für die Reihenfolge quasi, wann die Sternzeichenlegungen hier online gehen, geh gerne mal rein. Auch der Link ist unter diesem Video. Was habe ich noch vergessen? Ich glaube, ja, sonst nichts. In der nächsten Woche werdet ihr mehr erfahren zu den privaten Legungen, die bald wieder kommen. Ja, ihr Lieben, ich danke euch sehr, wünsche euch ein ganz wundervolles Wochenende und sage Tschüss, bis bald.